Glaubt man den Worten des türkischen Präsidenten, spielt es für die Türkei keine Rolle mehr, ob sie Mitglied der EU wird oder nicht, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Bei einer Sitzung des Parlaments in Ankara erklärte Präsident Erdogan nun, Zitat, um ehrlich zu sein, wir brauchen die EU-Mitgliedschaft nicht mehr. Der türkische Präsident betonte jedoch gleichzeitig, es werde nicht die Türkei sein, die aufgebe. Die Türkei werde die Gespräche also nicht abbrechen, aber sie auch nicht mehr forcieren. Erdogan erklärte, eine Mitgliedschaft in der EU würde seinem Land zwar eine wirtschaftliche und kulturelle Expansion ermöglichen, sollte es aber nicht dazu kommen, dann werden wir so weitermachen wie gewohnt, so der türkische Präsident weiter. Es wäre jedoch unklug, die Türkei nicht aufzunehmen. Wenn die EU einen Sprung nach vorne machen wolle, gäbe es nur einen Weg, um das zu erreichen. Man müsse die Türkei in die EU aufnehmen, ist Erdogan überzeugt.